Der Ansturm ist ungebrochen. Ralf Erich Zenker hofft auf Bares für seine Eltern. Was haben Sie uns denn da Schönes mitgebracht? Ich sehe Perlen ohne Ende. Ja, das ist, sind Geschenke von meiner Mutter, beziehungsweise hat mein Vater meiner Mutter diesen Schmuck geschenkt. Sehr zum schön. 24. Hochzeitstag. Wie lange sind die jetzt zusammen? Die kennen sich 57 Jahre. 57 ja, Jahre? Ja, das ist, ich bin auch begeistert, dass das heute noch funktioniert. Und mein Vater sagt heute noch Süße zu meiner Mutter. Gott, wird schnuckelig. Ja. Heide, wir haben noch gar keine Kosenamen füreinander gefunden, ne? Ja, mein Vater hatte damals sogar ein paar Zeilen dazu geschrieben. Erich. Das sind Gott, meine Eltern. Wie süß. Und es ist heute noch so, dass mein Vater meiner Mutter auch umgekehrt die Zahnpasta noch auf die Zahnbürste macht. Also so nein, wie ja, süß. Ja klar, noch so Kleinigkeiten, das ist schon ganz, ganz niedlich. Liebe Heide. Ich sehe, du bist schon ganz verliebt. Ja, sind die denn ich richtig mir genau gut? Die Farben an. Und es sind Zuchtperlen, Kulturperlen, Akoya-Perlen. In der Größe stammen sie aus China. Sind aber sind echte Perlen, Farben. Ne? Die gibt's sind keine synthetischen Imitationsperlen. Ja. Nein, hier. Das woran wirklich, hast du das jetzt gesehen? Synthetische Perlen wären wesentlich glatter. Und sie wären auch ein bisschen kalt und sie wären auch schwerer. Daran kann man es erkennen. Warum soll das denn weg? Die zwei sind doch noch zusammen. Ja, hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Die Zeiten, dass meine Eltern großartig zu Konzerten bellen gehen oder ins Theater, die sind vorbei. Und das Böse zu meinen, sagt dann meine Mutter, vielleicht können wir das doch veräußern. Und dann machen wir beiden, also mein Vater und meine Mutter, sich noch irgendwie ein schönes Wochenende irgendetwas draus, wo sie sagen, Mensch, jetzt können wir das noch mal genießen. Also ich denke mal, das gibt bestimmt mehr als ein schönes Wochenende. Liebe Heide, was sagst du denn zu den Werten? Ja, also die Bewertung von Perlen, das ist ein trauriges Thema. Ich habe zunächst einmal gesehen, dass einige Parfumspuren drauf sind. Und das wirkt sich sehr schadhaft auf die Perle aus. Aha. Aber das größere Problem ist vielmehr das UV-Licht. Mhm. Und damit verlieren Perlen nach 20, 30 Jahren ihr Luster. Das ach, schockiert bestimmt ganz viele Zuschauer. Ja. Aber sie haben wirklich eine Endlichkeit, Perlen. Aber du hast ja noch mehr dabei, ne? Hier sind ja nicht nur Fotos. Ein Versicherungsgutachten. Das ist doch schon mal interessant. Haben. So, das gebe ich dir. Oh ja, das sind schöne Zahlen. Ja. Was hättet ihr denn gerne dafür? Wunschdenken wären 3.000 Euro für alles zusammen. Ja. Das wäre Wunschdenken. Was wäre die untere realistische Grenze? Zweieinhalb. Ja. Gut. Ungefähr. Heide. Sie orientieren sich hier natürlich so ein bisschen an dem Wertgutachten des Juweliers, der den Wert nach Wiederbeschaffung bemessen hat. Und das stimmt auch. Das ist völlig korrekt. Aber ich weiß, dass nur ganz, ganz wenige Händler überhaupt Perlen ankaufen. Ja. Sind sehr skeptisch gegenüber solchen, die 30, 40 Jahre alt sind. Und deswegen möchte ich diese Perlen eigentlich gar nicht bewerten. Das ist ein bisschen schockierend. Ich möchte eigentlich nur hier die Schließe bewerten. Ah, okay. Für jede 100 Euro sind ein paar Brillanten drauf. Die sind sehr klein. Hier sogar nur 8-Kant-Brillanten mit einem Jade-Rahmen. Interessant ist allerdings dieser Ring. Ja, aber ich bin schon gerade in mich zusammengesackt. Ja, das ist wirklich schockierend mit den Perlen. Zu dem Ring sieht es aber ganz anders aus, der ist sehr schön. Diamanten sind das hier, zusammen macht das circa 1 Karat. Und hier würde ich einen Preis ansetzen wollen von 800 bis 1.000 Euro. Macht zusammen fürs Konvolut? 1.200 Euro. So, aber lieber Ralf Erich, ich bin mir ganz sicher, da oben sitzen zwei Herrschaften, die ganz verrückt danach sein werden. Deswegen für dich die Händlerkarte. Dankeschön. Und es sitzt eine bezaubernde Dame da. Ich bin mir relativ sicher, die wird auch die Perlen bewerten. Sind wir mal gute Dinge. Ja, alles klar. Du schaffst das. Prima. Toi, toi, toi. Sag ich vielen Dank soweit. Gerne. Bis dahin. Tschüss. Ich erhoffe mir doch ein bisschen mehr, dass ich da oben bei den Damen und Herren mehr erreichen kann. Ich bin gespannt, was ich da oben erreichen kann und ich bin guter Dinge. Und ich werde natürlich versuchen, auch meinen Charme spielen zu lassen, weil ich weiß, da sitzt ja eine Dame, die das auch mit bewertet. Und dann gucken wir mal. Ob die Casanova-Taktik aufgeht? Schließlich ist Susanne Steiger eine erfahrene Händlerin. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Grüß Gott. Das sieht ja was ganz Edles in solchen Feinsäckchen. Walter, hier. Ein Säckchen für dich, eins für dich und eins für dich. Oh, ja. Oh, eine schöne Perlenkette. Ja. Ich denke, Sie haben die nicht getragen. Nein. Ich meine, die Vorstellung ist vielleicht jetzt Kopfkino. Nein, aber das ist Schmuck von meiner Mutter. Und jetzt ist so an der Zeit, dass meine Mutter sagte, Mensch, vielleicht kann man das noch zu was Bares machen. Oh, das ist schön. Jane Glanz, der Ring. Ganz hochwertig. Ganz hübsch, ne? Ja, ganz hübsch. Schöne. 24 Diamanten. 585 Gold. Das sind Akoya-Perlen? Ja. Ja. Die Größe ist gut, einzeln geknotet. 16 Diamanten bei der Schließe mit dabei.
Hübsche Sachen haben sie uns mitgebracht. Ja, vielen Dank. Ja, komm, nimm mal ein Stückchen. Das sind echte Perlen. Woran machst du fest, dass die echt sind? Mit den Zähnen. Okay. Ludwig hat Hunger. Du reibst am Zahn, dann merkst, wenn es Plastik ist. Du kannst aber auch hingehen und die Perlen aneinander so ein bisschen reiben. Das ist das Gleiche. Vielleicht ein bisschen hygienischer, als es im Mund zu nehmen. Er wollte jetzt gucken, ob sein Zahngold vielleicht hält. Ich weiß nicht. Ja. Ich würde schon mal sagen, für die Kette und für den Ring biete ich Ihnen schon mal 800 Euro. Die Qualität von den Perlen ist nicht das Beste. Mhm. Sehe ich? Ja. Nein. Das Beste nur der Verschluss. Genau. Und Sie wissen das. Ja. Und das können Sie gerade vergessen. Ah, okay. Also ich muss dem Ludwig hundertprozentig recht geben. Die Kette interessiert mich nicht. Mhm. Und der Ring, da kann ich Ihnen 500 Euro anbieten. Was ist er mir wert? Ich weiß nicht, wie die Perlen in Bayern laufen, aber bei uns laufen sie ganz gut. Ich finde sie schön und mein Gebot steht. 1000 für alles. Dann haben sie es auch ins Konvolut weg. Ich sag 1100. Wenn, dann musst du auch bluten. Was bist du denn drauf? Wenn, dann sollst du auch bluten. Oh. Die Beutel sind ja auch dabei. Die Beutel sind dabei, genau. Ja, dann machen wir 1150. Aber dann ist aber Ruhe. Schluss. Dann ist aber Schluss. Sonst hast du sie, ich schwör's dir. Ich bin ja nicht geizig, dann mache ich 1200. 1200? Du bist nicht geizig, 1250. Sie strahlen nicht mehr mehr. Dann ist Schluss. Ich muss sagen, der Waldi hat es jetzt sehr gut bezahlt. Ja. Ich danke dir. Dann machen wir das so. Ja, super. Dann das sauer verdiente Geld. 1000. 100. 200. 50. Das sind 150, die du mir aufs Auge gedrückt hast. Ich bedanke mich. Danke Ihnen. Wir reden später. Das macht ihr unter euch aus. Das machen wir unter uns. Danke Ihnen. Das sind so Neckigkeiten. Bitte schön, gell? Tschüss. Danke. Tschüss. Hast du sehr gut gekauft. Ich hatte natürlich gehofft, dass vielleicht von anderer Ecke noch ein bisschen ein anderes Angebot kommt. Aber ich denke, ich habe es richtig entschieden anhand meines Bauchgefühls. Und ja, ich bin dann am Ende des Tages doch zufrieden.